Hallo liebe Leute, willkommen zu einem weiteren Video meiner Wenigkeit hier in den Gefilden der neuen Welt soll unsere Reise beginnen. Es geht natürlich, wie ihr schon im Titel lesen konntet, um das neue DLC. Ja, es ist in erster Linie eigentlich kann man so sagen, eines der schönsten und eines der auch mit im Endgame anspruchsvollsten DLCs tatsächlich. Die Artis kam natürlich, war auch anspruchsvoll, ja, aber hat nicht so tiefgreifende Auswirkungen wie jetzt das, was jetzt gekommen ist. Wenn wir nämlich mal gucken, haben wir jetzt nämlich, wie gesagt, den Anarchisten, gesunkene Schätze, Botanica, die Passage, Paläste der Mächt, reiche Ernte, Land der Löwen, Speicherstadt kam man jetzt zum Schluss raus, also kurz, kurz nach Jahresanfang, glaube ich, kam das ja raus, ne? Ja, war auch sehr gut, also beziehungsweise, was heißt sehr gut, es hatte ja halt nur diese Speicherstadt mit dem, Punkto auf Handel und so weiter. Aber gerade in Verbindung mit Reisezeit, muss ich sagen, macht die Speicherstadt noch mehr Sinn. Das werden wir dann gleich sehen, warum. Und was dann noch zum Schluss kommt, Dächer der Stadt, wird dann, wie gesagt, dann dazu dienen, die Gebäude, wie gesagt, entweder in 2 oder 3 Stufen auszubauen, wie man hier auf dem Bildschirm schön sehen kann. Und ich glaube, die 3 letzten DLCs machen Anno um einiges reicher. Also gerade, das werden wir gleich noch sehen, bringt Reisezeit natürlich eine neue Zivilisationsstufe mit. Also in Anführungsstrichen, es ist eine neue, ich nenne es einfach mal Zielgruppe, die da bedient wird. Es sind die Touristen. Und die Touristen brauchen natürlich Hotels, Cafés, Restaurants, um sich A, wohlzufühlen und B, auch um die Grundbedürfnisse der Touristen halt zu befriedigen, um schlussendlich auch mehr Einnahmen zu erzielen, ganz logisch. Umso mehr man bereitstellt und umso mehr man mit den Bussen, was wir gleich noch sehen werden, die Sehenswürdigkeiten verbindet, umso gefragter ist eure Stadt und umso mehr Terroristen kommen, genau, umso mehr Terroristen kommen, umso mehr Touristen werden Einlauf halten in eure Stadt und sich niederlassen in besagte Hotels, die 500 Touristen pro Hotel aufnehmen können. Aber ich glaube, die 3 Sachen werden in Kombination doch sehr viel ausmachen. Also gerade im Endgame jetzt kann man halt, gerade weil durch die Hotels und durch die Cafés und so weiter, die Güter, die da gebraucht werden, kann man dann halt gut mit der Speicherstadt kombinieren, indem man dann halt immer wieder die Sachen einkauft, die man dann halt braucht, um gewisse Sachen zu kompensieren, sag ich mal einfach. Ne? Die Speicherstadt ist jetzt dazu da, nicht nur um Platz zu sparen, allgemein auf der Insel, und um, wie gesagt, das Lager anzuheben und Transport an sich oder die Logistik an sich zu beschleunigen, weil die können jetzt, wie gesagt, bis zu, in dem Fall jetzt schon, oh Gott, okay, 16,5 Tonnen die Sekunde verladen, was allerdings, wie gesagt, bloß an den Anlegestellen von der Speicherstadt gilt. Die normalen Anlegestellen haben hier statische 2 Tonnen, also ist klar, dass gerade im Endgame die Schiffe viel schneller abgefertigt werden. Heißt, wenn wir hier zigtausende Schiffe oder einige haben noch mehr quasi hier ankommen und ablegen, bedeutet das einfach im Umkehrschluss, dass wir umso schneller wir das alles bewerkstelligen können, umso schneller können sie wieder losfahren und umso schneller kommen sie wieder an der anderen Seite, also in der neuen Welt oder
in der alten Welt an, egal, oder auch von Embesa, und können daher ihre Waren auch viel schneller, na, wenn wir das jetzt beobachten, wie lange der jetzt braucht. Wir haben ja auf Geschwindigkeit normal gestellt. Na, beobachten wir das mal kurz. Na, zack, und schon ist er wieder weg. Also im Normalfall würde das 10-mal so lange dauern, mindestens. Also die bleiben ja teilweise recht sehr lange an so einem normalen Dock hängen. Das kann bis zu 3-4 Minuten teilweise dauern. Und hier waren es jetzt nicht mal 30 Sekunden. Ne? Also das ist schon ein sehr großer Zug in die Schwarze Stadt. Also man darf das wirklich nicht unterschätzen. Also nicht nur den Handel halt mit den ganzen Waren, die man dann halt hier noch freischaltet, um, wie gesagt, im Endgame halt gewisse Sachen zu kompensieren, halt wie gerade Tabak oder was weiß ich, Schokolade zum Beispiel. Oder, na gut, Holzfurniere kann man sehr gut herstellen oder halt wie Wandteppich oder so, die aus Embesa kommen. Oder Kautschuk, der auch ziemlich schwer in Massen herzustellen ist. Alles sowas kann man dann halt dadurch kompensieren, dass man halt gewisse Sachen anbietet, die man sowieso im Überfluss hat. In dem Fall wären es jetzt schwere Geschütze. Ja, das ist einfach eine sehr gute Kombo eigentlich so. Wie gesagt, wir können jetzt mal näher auf das DLC eingehen. Also wie gesagt, als allererstes ist das ab, ich glaube, Handwerker oder Ingenieure, eins von beiden. Ich glaube, Ingenieure war das, ne? Da hier ist ja auch die Chemiefabrik mit drin. Hier mal umschalten. Ach nee, Borsten. Also pro Insel erlaubt. Okay. Also als ganz erstes haben wir natürlich den Hafen. Wo war er denn jetzt? Den Andockhafen für die Touristen, Besucher waren es ja vorher, ne? Hier hieß es nicht vorher Besucher oder so ähnlich. Ach, Besucherhafen, genau. Vorher waren es nämlich Besucher und Besucher waren halt bloß, ne, eine gewisse, ich sag mal, sowas wie Gäste kann man es ja fast bezeichnen, also es ist jetzt keine Bevölkerungsstufe an sich. Vorher war es, wie gesagt, der Besucherhafen, der je nachdem, wie groß eure Attraktivität war, umso mehr Besucher kam. Ja, und umso mehr kennt man ja alles. Ne? Das ist ja schon alles bekannt. Dann könnt ihr, wie gesagt, durch Anklingen des Besucherhafens ab Handwerker oder Ingenieure, eins von beiden, könnt ihr dann jenen zum Touristenhafen ausbauen. Da kommt dann hier so ein wie beim Haussymbol, so ein Upgrade-Symbol. Klickt da einfach drauf und dann sieht er halt hier so schön aus mit dem roten Teppich. Hat sich im Grunde von der Funktion her nicht viel getan. Der Zyklus ist immer noch gleich, die Wahrscheinlichkeit von Gästen ist immer noch gleich. Bloß, dass die Besucher jetzt aufgestiegen sind, quasi im Hintergrund des Spiels zu Touristen, sozusagen, kann man so sagen. Ne? Die Touristen werden direkt hier auch angezeigt, wenn wir mal gucken wollen. Ja, die sind jetzt hier das vorletzte quasi, also ganz unten kommt die Gesamtzahl. Zuvor haben wir hier 5536 ungefähr, sagen wir mal 5,5k Touristen. Die geben uns jetzt schon mit dem, was wir jetzt schon so haben, 155k plus in der Bilanz. Was bedeutet das jetzt an sich? Touristen geben anscheinend keinen Einfluss. Also zumindest habe ich das jetzt nicht so empfunden, dass es da jetzt sonderlich mehr Einfluss gibt. Ab einem gewissen Punkt im Spiel braucht man aber allerdings auch keinen Einfluss mehr. Das wissen natürlich die das schon über 200 Stunden spielen. Demzufolge kann man das Stadtbild ja einfach verschönern. Also gerade auch mit dem letzten DLC, wie gesagt, wird die Stadt ja insgesamt auch kleiner. Ne? Man macht es halt wie im 19. beziehungsweise 18., 19. Jahrhundert, wo es dann halt schon in die Höhe ging, ne? Gerade in New York und Umgebung, Chicago etc.
Ich weiß gar nicht, wer noch alles. Ich glaube, London hat dann auch damit begonnen. Ganz erstaunlich. Paris und so. Na gut, Paris ist eigentlich nicht so hochgebaut. Auf jeden Fall New York und sowas hat das ja vorgemacht. Die waren eigentlich so die ersten mit den Hochhäusern. Wegen halt auch Platzmangel. Ja, passt das in die Zeit natürlich absolut rein. Also ist absolut gerechtfertigt. Also das ist auch, muss ja auch jeder selber entscheiden, ob er das DLC annimmt oder nicht. Also man kann auch gut ohne dem letzten DLC arbeiten, nehme ich mal an. Aber gerade in Verbindung halt mit den ganzen Sachen, die jetzt dazugekommen sind, gerade dass man halt auch weniger Sachen verbraucht durch die durch die Restaurants, jetzt zum Beispiel Hummer, ne, macht bis zu 20% rum weniger im Verbrauch im Umkreis. Oder dann halt hier auch in dem Fall dann Wurst, Kaffee und Schokolade. Sie werden mir Und das dann haben wir gesamte hier Getränk noch gereichert. Bierschnaps und dann nochmal rum. Ne, also haben wir mit zwei Gerichten dann schon mal minus. Wird das hier einzeln aufgelistet? Oh, okay. Also knapp 50% weniger rum. Und 50%, also fast 50% weniger rum in so einem riesengroßen Umkreis macht wirklich sehr, sehr, sehr viel aus. Jetzt mal abgesehen davon, dass das jetzt die Rumgeschichte jetzt hier nicht so viel Auswirkung hat, wohl dann eher der Kaffee, weil Investoren natürlich da mehr Kaffee trinken als rum. Beziehungsweise gar keinen Rum verbrauchen, dann muss ich das dann nochmal anpassen. Aber man sieht, worauf ich hinaus will. Also ich habe das ja jetzt auch bloß zum Spaß jetzt mal hier so gemacht. Also ich habe jetzt noch nicht so drauf geachtet. Muss ich wahrscheinlich noch besser anpassen. Aber ja, was kommt denn jetzt eigentlich alles dazu zu dem DLC? Es kommt, wie gesagt, dazu das Upgrade vom Besucherhafen zum Touristenhafen. Dann haben wir natürlich hier eine extra Bevölkerungsstufe in Anführungsstrichen, die nennt sich Touristen. Zwischen Ingenieuren und Investoren angesiedelt. Mit der Bushaltestelle. Die können wir auch überall auf der Insel verteilen. Hat einen gewissen Einflussradius. Die müssen wir natürlich einmal bis am Touristenhafen bauen. Und dann halt sieht man durch die Steinstraßen, wie weit der Radius reicht. Und wenn wir jetzt mal gucken, wenn ich die jetzt zum Beispiel hier hinstellen würde, dann kann man ungefähr ahnen, wie weit der Radius geht. Das sind jetzt ungefähr, gucken, oder? Dann ist das bis dort oben hin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Also knapp 17 Blocks in jeder Diagonale bzw. in jeder Himmelsrichtung. Weitet sich da das Einflussgebiet aus. Muss auch immer zusammenhängend sein, tatsächlich. Also ihr könnt die nicht einfach so mir nix, dir nix hier quer über die ganze Insel und dann euch daran erfreuen oder beziehungsweise feststellen, warum denn keine Verbindung besteht. Die müssen sich immer überlappen, die Verbindung natürlich. Ja, also es ist wie in so einem kleinen Transport-Fever-Simulator, sage ich jetzt mal. Müssen die halt sich mit den, also mit dem grünen Einfluss, den man hier so sieht, halt überschneiden, damit das auch alles passt halt, ne? Komischerweise müssen die einzelnen Bushaltestellen, wie man hier schon sieht, beim Zoo zum Beispiel, mehr in den Zoo integriert werden tatsächlich. Also ich habe es jetzt hier etwas unschön gemacht, werde das danach alles ein bisschen schöner machen. Die müssen tatsächlich etwas in den Zoo reinragen. Warum genau, weiß ich nicht. Ähnlich ist es, glaube ich, auch beim Schloss. Oder habe ich es da halbwegs hinbekommen? Weltausstellung. Nee, Palast ist okay. Da reicht das anscheinend, das Hauptgebäude. Dann geht ihr dann einfach hier so durch. Okay, das langt anscheinend. Und hier beim Museum sieht man es dann eigentlich auch ganz gut. Da habe ich bin lange getüftelt, ehe das hier komplett auf grün ist. Aber gut, das ist halt wie es ist. Es kommt dann noch also zu den Hotels, wie gesagt, die bis zu 500 Touristen aufnehmen können. Muss dann auch, sehe ich gerade, ach ja, Varieté-Theater, okay.
Am besten ist natürlich, wenn ihr in die, also wenn ihr entweder das direkt in die City baut oder euch, wie ich es hier unten gemacht habe, ich habe mir so einen kleinen Fuhrpark gemacht an Hotels, das geht natürlich auch, einen ganzen Handwerker rausgeschmissen und ja, die Hotels dafür hingekracht. Funktioniert ganz gut bis jetzt, muss man sagen. Ja, also wie gesagt, die Hotels sind neu, die Bushaltestellen sind neu, die Cafés sind neu. Wo ist es? Ja, Café, Bar und Restaurant. Die brauchen natürlich dann auch immer, wie gesagt, direkte Anbindung zu einer Bushaltestelle und möglichst, also entweder ihr verteilt sie so, wie es euch, wie ihr denkt. Ich habe es jetzt so gemacht, dass sie meistens ziemlich nah an einem Hotel liegen, beziehungsweise so positioniert sind, dass sie sich etwas überschneiden. Ja, ich werde das dann noch ein bisschen optimieren mit der Zeit. Aber bis jetzt sieht das eigentlich ganz gut aus. Also hier haben wir das auch mit dem, haben das hier genau eingestellt. Ja, genau so eingestellt. Unter qualitativen Müsste das hier mit dem Gewichten Rum geht natürlich Funkhaus dementsprechend besser gezeichnet. sein. Das ist interessant. Wir können mal gucken in der Statistik, ob wir in der Statistik sehen, ob der Rum abgenommen hat. Da müsste ja in der Statistik eigentlich zu sehen sein. Bei den Bedarfsgütern, da ist er. Ja, schwankt leicht, aber auf jeden Fall ist er, glaube ich, im Verbrauch schon mal weniger. Ja, wie gesagt, also das muss halt alles mit Bushaltestellen verbunden sein, damit es dann halt alles auch so funktioniert, wie es soll. Warum jetzt hier komischerweise 80% steht, weiß ich immer noch nicht. Also entweder ich muss noch mehr Bushaltestellen bauen oder ich habe vielleicht noch irgendeine Technik nicht verstanden. Da muss ich noch mal besser dahinter steigen, inwieweit man das bauen muss oder wie weit das entfernt sein muss. Es gibt natürlich auch eine kleine Quest dazu, so in dem ganzen Gedöns, wo man dann hier einen eisernen Turm bauen kann. Es ist kein Eiffelturm, nein, es ist der eiserne Turm. Der braucht natürlich unbedingt Strom. Also solltet ihr darauf achten, dass in der Nähe irgendwo ein Gaskraftwerk oder ein Ölkraftwerk euch dementsprechend Elektrizität liefert. Sollte, wenn möglich, entweder zentral in der Stadt sein, was ich mir vielleicht nochmal überlegen werde, dass ich den hier direkt in die Stadt irgendwo hinbaue. Weil man kann, wie gesagt, wenn man. Oh, ich kann jetzt den Schieberegler hochmachen. Oh, seht ihr das? Hier unten habt ihr zusätzliche Touristen. Weil wir jetzt, wie gesagt, auch. Das ist natürlich das allerbeste Restaurant in dem Eisernen Turm. Darf man auch bloß einmal bauen, glaube ich. Ich weiß gar nicht, pro Spiel oder pro Insel. Aber pro Insel auf jeden Fall. Offensichtlich, dass wir es jetzt haben. Sind Sie sicher? Natürlich sind Sie sicher. Sie Ja, da sieht man schon Weintrauben, Brot, Zucker und Rum. Wird dann La Tour Truffelée. In dem Rathaus kriegt man dann halt 10% Einwohner mehr. Und der Verbrauch von Sekt, Fleischkonserven und Kaffee, was sich natürlich auch auf die Investoren jetzt dementsprechend endlich mal auswirkt, wird dann halt weniger. Vor allen Dingen der Kaffee wird weniger, was dementsprechend auch sehr, sehr gut ist. Das schwankt natürlich immer ein bisschen, ganz klar. Aber ja. Und ich glaube, die Kombination aus sowas wie 10% mehr Einwohner und das letzte DLC, wo man dann halt, wie gesagt, die Häuser dann nochmal
in die Höhe schießen lassen kann, also quasi doppelt so viele Einwohner. Ich nehme an, 110 Einwohner werden es mindestens sein pro Haus. Lässt die gesamte Hauptstadt natürlich dementsprechend schrumpfen. Ne? Also man kann sich dann halt überlegen, okay, man kann sich ja ungefähr ausrechnen, ich habe so und so viele Häuser oder beziehungsweise pro Haus so und so viele Einwohner und werde dann so und so viele Häuser aufsteigen lassen und kann dafür so und so viele Häuser wegreißen. Aber ich habe jetzt gerade einen Einfluss. Achso, ich habe ja Einfluss gemacht wegen Zeitung, ne? Ja, okay, dann ist alles okay. Habe mich jetzt gerade gewundert. Ja, also das müsste, wenn dann, relativ zentral stellen. Auf Cap Trelawney ist es natürlich jetzt so, dass der riesige Radius jetzt nicht so gut rüberkommt. Also wenn ihr jetzt eine normale Insel habt, ne, wird das dementsprechend sehr gut sein, weil ihr fast die gesamte Insel quasi abdecken könnt. Es ist wirklich ein riesiger Bereich, wenn man sich das mal so anguckt. Und es fehlt ja noch ein Stück, ne? Ich könnte jetzt hier theoretisch noch weiter. Aber ja. Der bringt, wie gesagt, dann das beste Restaurant mit. Wir müssen dann nochmal schauen, ob wir bei den Gebäuden, ob wir es irgendwie hinkriegen, dass wir hier das Varieté. Ah ja, okay. Mhm. Also angeblich muss man alle Varietés, die hier so in der Stadt rumstehen, mit dem Bus verbinden, so wie ich das verstanden habe. Ja, weil hier immer wieder ein Zeichen kommt, no bus nearby. Anscheinend muss das verbunden werden. Was natürlich im Umkehrschluss heißt, dass man hier ein bisschen improvisieren muss. Und neue Zierelemente sind natürlich auch dazu gekommen, aber das könnt ihr euch dann selber angucken. Ja, also wie das richtig funktioniert, wie das zu verstehen ist, anscheinend, also entweder müssen alle Varietés mit dem Bus verbunden sein, oder ich habe da vielleicht noch irgendwas falsch verstanden. Das kann natürlich sein. Und Varietés brauchen wir eigentlich nur die Ingenieure eigentlich, ne? Die Investoren brauchen das Gebäude ja gar nicht. Da kann ich das eigentlich umswitchen. Kann ich das ja eigentlich mehr Richtung Ingenieure quasi manövrieren. Und dementsprechend dort dann mehr integrieren. Ah ja. Es gibt dann auch noch Luxusartikel wie Limonade und Souvenirs. Die machen wir dann in diesen Chemiefabriken. Die befinden sich hier zum Beispiel. Oh, Baumwolle. Können wir, siehst du, und da kommt jetzt wieder der Handelshafen. Können wir denn Baumwolle handeln? Können wir nicht, oder? Nee. Nee, Baumwolle können wir nicht handeln, komischerweise. Zumindest noch nicht, anscheinend. Oder gar nicht. Okay, da müssen wir uns noch was überlegen. Aber die machen, wie gesagt, aus Kampfer, aus Glas und aus Baumwolle. Dann ist Souvenirs, die Limonade. Wird quasi auch hier drüben hergestellt. Genau wie das Shampoo. Shampoo verbraucht Zimt und Kokosöl. Limonade, Zitrusfrüchte, Salpeter und Zucker. Und
die eine Ressource können wir Gott sei Dank in der alten Welt produzieren, also die Marmelade jetzt, beziehungsweise Konfitüre heißt es ja hier. Die können wir aus unserem Baumkatalog dann auswählen. Das finde ich übrigens auch eine sehr gute Variante, dass man sich dazu entschieden hat, nicht jedem Rohstoff eine eigene Produktion zu geben, sondern zu sagen, man kann aus dem Katalog auswählen, was gemacht werden soll. Wo hatte ich denn jetzt die Produktion hingesetzt? Ich glaube hier unten, genau. Hier hat man zum Beispiel Zimt. Kann man hier dann im Baumkatalog auswählen. Zitrus, Kampfer, Kokosöl etc. Diese ganzen Sachen, die jetzt mit den Touristen gekommen sind, was Produktion angeht, also sei es die Chemiefabrik oder die Baumschule hier mit dem Baumkatalog, kann nicht, ich wiederhole, nicht gepusht werden, in keinster Weise. Also alle Items sind bei dem DLC quasi nutzlos. Natürlich sind die Items, die jetzt direkt auf Einwohner Auswirkungen haben oder direkt auf gewisse Dienstleistungen, die haben natürlich weiterhin ihre Auswirkungen. Aber jetzt direkt irgendwas bei den Touristen zu pushen, das geht nicht. Warum man das rausgenommen hat, entzieht sich eigentlich meiner Kenntnis. wahrscheinlich um zu sagen, wir haben so schon genügend Items und wir können so schon, was weiß ich, 4 Millionen Einwohner generieren, wenn wir das wollen. Dann brauchen wir nicht noch mehr Gepusche. Und das ist auch gut so. Also, ich möchte jetzt auch nicht in eine Insel mit nur Touristen drauf oder so. Das ist, nö, das gehört sich einfach nicht. Also, ich möchte eine normale Insel mit einer normalen Anzahl von Touristen. Und da finde ich das schon okay so. Also, wie gesagt, ich habe hier auch eine ganz kleine Insel hier mit ein paar Einwohnern. Die jetzt dementsprechend eine gewisse Anzahl von Arbeitskraft bereitstellen. Und ja, der Rest ist, wie gesagt, braucht man bloß Platz, grüne Wiese und dann gib ihm. Na, dann wählt man hier im Baumkatalog aus, egal was, und dann kann es losgehen, sozusagen. Ja, da muss man das ganze Zeug rüberschiffen. Ja. Aber ich denke, dass wir schon gut dabei sind, wenn wir sagen, okay, wir nehmen jetzt die Eigenschaft raus, dass man das halt pushen kann und pushen dafür im letzten DLC halt die Wohnhäuser in die Höhe, wird sich im Umkehrschluss, glaube ich, bezahlt machen. Also ich denke, dass es ein guter Schachzug war, gerade jetzt fürs Late Game dann halt das nochmal so als i-Tüpfchen quasi rauszuhauen, um zu sagen, okay, ihr könnt jetzt Touristen machen, ihr könnt jetzt das und das anbauen, aber ihr könnt halt nur anbauen und nichts weiter pushen. Na, und das ist eine Entscheidung, die ich wirklich respektiere an der Stelle. Ich hätte es mir vielleicht anders gewünscht, vielleicht eine Einstellung, dass man es an- und ausstellen kann. Vielleicht kommt das ja noch, aber ich finde es okay. Also ich habe mich zwar ein bisschen drüber geärgert, dass man es nicht pushen kann, aber es ist okay. Also es ist wirklich in Ordnung. Also habe jetzt mich damit abgefunden quasi. Ich finde es auch irgendwie nachvollziehbar, dass man es jetzt so gemacht hat. Ja. Hier habt ihr dann noch das Icon, Baumschule Neue Welt. Die sieht in der neuen Welt natürlich ein bisschen anders aus als in der alten Welt. Oder? Sind die vom Layout gleich? Ach nee, die sind gleich. Na, vielleicht Partier-Elemente oder so sind anders. Vielleicht ist auch der. Vielleicht ist das Dach auch anders. Ja, gut, das Dach ist auch anders, ja. Also ein bisschen. Also die Grundstruktur scheint gleich zu sein. Also der Grundriss scheint gleich zu sein, bloß halt das Mauerwerk, die Türen und so weiter und das ringsrum muss halt in die Gegend passen. Und ja, das Haus an sich ist gleich, bloß die Texturen sind halt dann angepasst. Na, wie man hier unschwer erkennt. Also die Größe ist genau gleich,
Ich glaube, die Unterhaltskosten sind auch gleich. Und minus 35 jetzt hier, sag schnell, an Bauern ist jetzt genauso viel wie das von der neuen Welt. Sind es auch minus 35 Arbeitskräfte. Von daher ist es 1 zu 1 dasselbe. Ja, ich finde es eigentlich richtig gut. Also fürs Endgame jetzt nochmal ein richtig schönes DLC, auch mit einer richtig schönen Quest, wo man dann halt die Königin einlädt zur Feier. Also die verschiedenen Bauphasen halt begleitet und halt gewisse kleine Quests dann noch drin sind und so. Das ist schon, wo ich sage, jo, das kann man echt anbieten und das kann man echt machen und das ist echt ein Mehrwert fürs Spiel, weil man halt jetzt auch die Stadt halt gerade mit dem letzten DLC dann halt noch mehr verschönern kann als eh schon. Wie gesagt, das Stadtbild wird erheblich verkleinert dann auch bei mir sein. Ich werde dann halt hier so ein, was weiß ich, so, ich kann dann vielleicht sogar ein Kraftwerk wegreißen und kann dementsprechend vielleicht nur zwei Reihen voll Investoren machen und die linke Reihe hier fällt komplett weg zum Beispiel. Werde ich mal sehen, wie sich das handhabt oder handhaben lässt. Weil man muss ja auch bedenken, wenn man jetzt zum Beispiel alle Investorenhäuser upgraden würde auf das Doppelte von Einwohnern mit den ganzen Items, die man jetzt schon hat, wären das ja teilweise hier, wären es zum Beispiel, ich hatte gerade ein Haus erwischt. Da hat man 60 gesehen, ne? Hier zum Beispiel. Und wie viele Items da einfach einwirken, das ist einfach unglaublich. Ne? Und das ist eigentlich schon fast too much für meine Begriffe. Auch fürs Late Game ist es fast schon zu viel. Aber nur fast. Also es geht. Ja, also wenn man dann bedenkt, dass hier zum Beispiel dann 120 Mandelkicken mindestens dann drin sind, wenn das Haus dann dementsprechend in die Höhe gebaut wird mit dem letzten DLC, wenn nicht sogar mehr, also werden wir sehen, aber ich nehme es mal an, dass es das Doppelte ist. Lässt sich auch am besten rechnen wahrscheinlich, beziehungsweise in die ganze Mathematik mit einflechten hier, die das Game ja eigentlich zugrunde legt. Würde ich denken, dass es dann das Doppelte ist. Also je nachdem, wie hoch die Ausbaustufen sind, ob man es bloß einmal in die Höhe baut oder zweimal. Aber ich denke mal, dass es maximal nur zweimal geht pro Haus. Also mehr wäre eigentlich fast schon nicht wirtschaftlich, beziehungsweise würde ein bisschen komisch aussehen auch. Also wenn man jetzt bedenkt, dass das größte Gebäude im Spiel bis jetzt. Ui, was ist denn hier? Ah, verdammt. Wir nehmen jede Hilfe an. Geh, helfen wir. Das größte Gebäude im Spiel war ja bis jetzt eigentlich die Weltausstellung. Oder? Kann man das so sagen? Wir Oder stehen das kurz vor dem Forschungsinstitut, eins von Durchbruch. beiden, Ich kann es spüren. war ja eigentlich so das größte Gebäude. Und wenn man dann halt hier mal so hingeht und bedenkt, dass das Haus hier zum Beispiel, das Investorenhaus, dann doppelt so hoch bzw. fast dreimal so hoch sein wird, verändert sich die Optik vom gesamten Spiel natürlich erheblich, ne? Also man muss schon sehen, dass dann die ganzen anderen Gebäude halt dahingehend auch nicht untergehen, ne? Also dass hier so eine Universität dann auf einmal im Stadtbild komplett verschwindet, weil hier alles hochgebaut ist. Das ist natürlich dann, muss man dann sehen, wie man es macht, auch vom Layout her. Aber da sind wir natürlich als die Konstrukteure dann gefragt, wie wir das dann halt in die Praxis dann halt umsetzen. Ja. Und an der Performance haben sie nochmal geschraubt. Muss man echt so sagen. Also ich tue jetzt hier nebenbei aufnehmen. Spiele ja sonst auch immer in 1080p das Spiel. Und ich muss sagen, die Performance ist jetzt nochmal deutlich besser geworden als
zum vorigen DLC. Warum? Keine Ahnung, was sie gemacht haben. Egal, was sie gemacht haben, es hat anscheinend Früchte getragen. Vielleicht haben sie jetzt einige mathematische Sachen, die im Spiel ablaufen, vielleicht irgendwie zusammenlegen können. Vielleicht haben sie auch einen Algorithmus irgendwie verbessert, dass der schneller läuft im Hintergrund. Auf jeden Fall, das LOD-Level ist, glaube ich, dasselbe. Ich weiß es nicht genau. Also zumindest würde ich jetzt behaupten, dass das LOD-Level dasselbe ist. Also wer das nicht kennt, das ist Level of Detail. Das haben sie schon mal in einem Stream sehr gut erklärt, mit Walle, glaube ich, war das. Das ist quasi, ne, wenn man jetzt ganz weit rauszoomt, sieht man halt immer noch jedes Gebäude, welches Gebäude was darstellen soll, beziehungsweise man erkennt es sofort, ne, dass das jetzt zum Beispiel die Hochradwerkhalle ist und dass das halt das Bankhaus ist und so weiter. Ne? Das erkennt man alles sofort an gewissen Wiedererkennungsmerkmalen. Ne? Und wenn man jetzt hier zum Beispiel an die Rumbrennerei, da sieht man es sehr deutlich. Ne? Wenn ich jetzt einmal ranzoome, sieht man, wie sich das hier so ein bisschen erhebt hat. Ne? Wenn ich jetzt noch näher rangehe, ne? Ein Stück, kommen halt immer mehr Details vom Dach und so weiter. Die ganzen kleineren Details kommen. Hier hat man es auch ganz gut gerade gesehen beim Phonographenfabrik, dass das Dach mehr modelliert wird, beziehungsweise die Konturen schärfer sind. Und die Texturen halt schärfer, 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 schärfer. Und ganz scharf. Also gerade auch das mit den Fässern hier zum Beispiel, ne, die verschwinden dann ab einem gewissen Level dann, glaube ich, sogar. Ne? Ja, jetzt sind sie weg. Ne? Jetzt sind die Fässer weg gewesen. Jetzt sind sie wieder da. Jetzt sind sie wieder weg. Aber ich glaube, das LOD-Level ist dasselbe. Also ich habe jetzt eigentlich nicht das Gefühl, dass es am LOD-Level liegt. Das wird jetzt rein am Balancing auch liegen. Dass das Spiel jetzt endlich so ist, dass man sagen kann, Was? Hey, was ist hier? Brand? Wieso? Ach so, es brennt immer noch. Machen wir hier eine Feuerwehr? Hätte doch eigentlich in der Nähe eine Feuerwehr gebaut, oder nicht? Komisch. Ja, also wie gesagt, das Spiel läuft jetzt richtig allererste Sahne. Auch das Switchen zwischen den Welten. Also ich habe jetzt hier arbeite mit 32 GB System RAM. Davon benutzt Anno im laufenden Spiel mit allen Ebenen quasi 20 GB. Also kann man schon sagen, dass man, wenn man ein flüssiges Gameplay haben möchte und unabhängig jetzt mal von der CPU gesprochen, sollte man schon mindestens heutzutage 32 GB, wenn man solche Spiele spielen will, im Puffer haben. Weil man merkt ja, jetzt benutzt es halt schon 20 GB insgesamt. Und das Windows benutzt dann auch noch 5 GB. Also es sind 25 von 32 GB RAM in Benutzung auf 3600 MHz. Und das ist echt schon eine Ansage, muss man mal so sagen. Ne? Aber es läuft halt ultra flüssig. Ne? Also es gibt weder irgendwelche Hänger noch irgendwelche Ruckler. Außer man übertreibt jetzt irgendwie und willst drauf anlegen. Aber in der normalen Geschwindigkeit läuft es echt richtig, richtig gut. Und Props schon mal an der Stelle nach Ubisoft Mainz zu Dirk Riegert und Co. KG. An das gesamte Team schon mal Daumen nach oben. Das war bestimmt jede Menge Scheißarbeit, da den richtigen Weg zu finden, dass das so gut läuft, wie es jetzt läuft. Also, poah. Also ich kenne kein Spiel, was so viele Details hat, so wuselig ist, so viele über 300 Stunden Spaß macht, wie man hier unschwer erkennt. Was einfach auch den Spielspaß in keinster Weise, also der Spielstand läuft ja von Anfang an, seit ich
seit Anno 1800 rauskam, läuft der Spielstand. nicht einmal beschädigt, Gott sei Dank. Props schon mal an der Stelle. Ja, muss man einfach mal sagen, danke. Danke, 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 danke. Für ein Anno, was größer und besser hätte eigentlich nie sein können. Also, ich glaube, besser hätte es keiner von uns machen können. Natürlich gibt es immer die Leute, die dies und das noch mit im Spiel haben wollen, aber ich sag, von der Vielfalt her, von den Waren her, die man hat, ich meine, man braucht sich ja bloß mal hier so umgucken, was hier alles für Waren drin sind, wo die alle herkommen, wo die alle produziert werden. Von Drake, hier von der Unterwassersucherei bis hin zu Anbesa und so weiter. Von der Arktis, die einzelnen Waren sind hier auch noch mit vertreten. Also das ist eine Vielfalt an Zeug, wo man einfach sagen muss, erstmal danke, dass es so vielfältig ist. Und danke, dass es so gut läuft. Also das ist keine Sache der Selbstverständlichkeit. Muss man ehrlich mal so sagen. So, wir werden das noch ein bisschen erhöhen hier. Weil es ist ein bisschen niedrig gewesen. Ja. Sonst, wenn jetzt noch irgendwelche Fragen sind, könnt ihr ja gerne in die Kommentare ablassen, was ihr hättet besser machen wollen oder wo ihr gesagt hättet, ihr fändet es besser, wenn das und das mit drinne wäre oder keine Ahnung. Achso, zu den Chemiefabriken. Die müssen natürlich direkt am Strom anlegen, also die sind auch unabhängig von jeglichen jeglichen Handelskammer-Effekten. Ja, also die müssen direkt am Strom anlegen, damit sie halt 200% produzieren. Ansonsten passiert da nichts. Ja, wenn ich sage nichts, dann meine ich wirklich nichts. Beziehungsweise 100% kann man im Late Game eigentlich nicht mehr verantworten. Da müssen immer 200% auf der Uhr stehen mindestens. Weil ansonsten ist es im Late Game unproduktiv. Sagen wir einfach mal so. Ne? Das muss schon so sein. Weil ansonsten wird es, wie gesagt, früher. Ich meine, man kann ja, wie gesagt, alle anderen Sachen, die man so herstellt, kann man ja Gott sei Dank pushen bis ins Nirvana. Wie gesagt, meine Schweineproduktion hier läuft theoretisch mit über 400%, glaube ich. Und dasselbe auch bei dem anderen Zeug. Also man kriegt problemlos im Late Game alles über 300% easy gebacken. Na, wie hier zum Beispiel. Oder hier sieht man es ganz deutlich, ne? Hier, was hier für alles für Bonis rein sind, auch inklusive den ganzen Sachen aus dem Zoo und so weiter, die dann noch mit reinspielen. Na, ist halt wirklich echt krank. Also ist schon echt heftig. Über 400% auf eine Fabrik ist schon echt krank. Also vielen Dank für ein wundervolles DLC. Also Detailgrad wieder über jeden Zweifel haben. Die ganzen neuen Items und so weiter. Richtig geil. Es wurden auch noch kleinere Verbesserungen vorgenommen, wie die Zaungitter zum Beispiel. Aber das könnt ihr dann alles selbst erforschen. Ich, wie gesagt, bedanke mich. Kann mich gar nicht genug bedanken. Weil es halt einen immer wieder zu diesem Spiel zieht und immer wieder man doch was Neues entdeckt und wieder neue Sachen optimiert und es halt immer
irgendwie was zu tun gibt und wenn halt so eine Parade kommt, weiß man halt, dass man alles richtig gemacht hat. Ja. Es ist wirklich großartig. Also, und über 40 Frames ganz weit weggezoomt jetzt mit Nvidia Shadowplay Aufnahme ist schon. Ja, das ist schon okay. Also mit der Hardware, die man so jetzt zur Verfügung hat, ist das schon echt gut. Ja, fast 50 sogar. Mensch. Vielen Dank fürs Zusehen. Wie gesagt, wenn noch Fragen sind, dann gerne ab in die Kommentare damit. Und wir hören uns spätestens im nächsten Video, wenn das letzte DLC im August erscheint. Ja, dann haben wir 10 DLCs mit kleineren DLCs und kleineren kosmetischen Sachen insgesamt im Spiel. Und ich glaube, 10 ist zwar nicht 9, was ja eigentlich die Quersumme von Anno ist, aber ich glaube, 10 ist eine gute Zahl, um zu sagen, it's enough. Ja, es ist genug. So ist das Spiel eigentlich perfekt. Würde ich sagen. Alles klar, man sieht sich. Ciao, ciao.